Also ich bin System Engineer bei Switch. Ich erzähle Ihnen etwas über die Switch Cloud, über das Wieso, Was, Wie wir da vorhaben. Jetzt, die meisten von Ihnen sind wahrscheinlich Kunden bei Switch und haben eine CH-Domain, nehme ich an. Die, die an Hochschulen sind, wissen, dass wir auch ein paar andere Sachen machen. Und dass das ganze Domain-Business eigentlich nur ein kleiner Nebenteil ist. Switch sagt nämlich, dass sie den Wissensraum erschließen. Ich höre immer, wir erschließen den Weltraum, aber wir erschließen den Wissensraum, das heißt, wir bieten Dienstleistungen für Universitäten an. Jetzt, um Ihren Wissensraum zu erweitern, möchte ich Ihnen zeigen, wie Star Trek funktioniert. Sie haben alle die Ur-Star Trek-Sachen gesehen und wissen, wie Kirk und die anderen jeweils am Rotieren sind bei Angriffen. Wie das gemacht wird, sehen Sie so. Es geht einfach darum, dass man die Perspektive verschiebt. Ja. Kamera ändern und dann kann man auf einem bestehenden flachen Set kann man tolle Sachen machen. So viel zu dem. Was heißt es, wenn wir den Wissensraum erschließen? Wir haben eine ganze Reihe von Dienstleistungen. Und ich möchte ganz, ganz kurz darüber gehen. Wir erschließen sämtliche Universitäten und Hochschulen mit Internet. Wir sind der Internet-Service-Provider für die Hochschulen. Wir haben redundante Anbindungen im Bereich 1 bis 10 Gigabit an alle Hochschulen, an das CERN, an das Supercomputing Center in Lugano. Wir sind jetzt gerade dran, unsere Backbones auf 100 Gigabit pro Sekunde aufzubauen und werden da weitere Hochschulen mit dem erschließen. Wir bieten etwas an, das nennt sich Switch AAI. Das ist eine föderierte Single-Sign-On-Lösung. Jede Applikation, die im universitären Umfeld läuft, kann mit dieser Single-Sign-On-Lösung bedient werden. Das heißt, Benutzer müssen nicht mehr Namen und Passwörter haben. Wir bieten Switch Connect an, freies WLAN für alle Studierenden. Also wenn die einen Swisscom-Hotspot in der Nähe haben, können sie den nutzen. Das ist auch eine Dienstleistung von uns. Wir bieten Aufzeichnung von Vorlesungen an, Switchcast, was auch immer mehr nachgefragt wird, dass Vorlesungen aufgezeichnet und später wieder angeschaut werden können. Wir haben eine ganze Reihe von Tools, die es ermöglicht, Zusammenarbeit, in Gruppen zusammenzuarbeiten. Das geht von Diskussionsforen, Wikis, Videokonferenzen, die ganze Palette. Wir sind sehr aktiv in einer E-Learning-Community, die EduHub heißt, der E-Learning-Themen diskutiert werden mit der Hochschul-Community. Wir machen auch ganz mondäne Sachen wie Spam-Filtering als Dienstleistung für Hochschulen. Wir haben, weil wir die Hochschulen ans Netz bringen und diese Hochschulnetze nicht wahnsinnig kontrolliert sind, weil jeder Student kann seinen Laptop anschließen und dann passieren merkwürdige Dinge, haben wir eine eigene Security-Gruppe, die Security-Dienstleistungen anbietet für die Hochschulen, das heißt, wir all die bösen Laptops finden, erkennen und vernichten können. Es ist eine ganze Reihe von Dienstleistungen rund wir erschließen den Wissensraum. Und jetzt, was vor ein paar Jahren modern war, das war das Thema Grid Computing, das ist Ihnen wahrscheinlich auch ein Begriff. Es ging darum, um dezentrale Computing-Dienstleistungen ohne verfügbar zu machen. Das sind vor allem die Hochenergiephysiker, die da ein Interesse daran hatten. Das CERN hat sehr groß im Grid gearbeitet. Wir waren auch in verschiedenen Grid-Initiativen dabei. Wie das so ist mit diesen technischen Sachen, das ändert sich. Von Grid kommen wir jetzt zu Cloud. Die Grid-Aktivitäten nehmen ab, die Cloud-Aktivitäten nehmen zu. Wenn man das gegenüberstellt, haben wir einerseits dezentrale Sachen gehabt, jetzt kommen wir wieder zu zentralisierten Sachen. Die Älteren unter uns erinnern sich, dass wir einfach immer wieder das Gleiche neu erfinden. Also Cloud ist wahrscheinlich nichts anderes als die Mainframes der 50er und 60er Jahre. Wie dem auch sei, wir bieten Cloud-Dienstleistungen an. Wir haben eine Reihe von Cloud-Dienstleistungen jetzt am Laufen. Drei davon, SwitchTube, SwitchDrive, FileSender. SwitchTube ist ein akademisches Videoportal, dem in geschlossenen Benutzergruppen Videos hochgeladen werden können, die können angeschaut werden. Das Ganze orientiert sich nach einem bekannten kommerziellen Dienst, aber ohne den kommerziellen Aspekt, sondern es ist ein hochschulinterner Dienst.
Das Ganze wird betrieben auf unserer Infrastruktur, auf die ich nachher noch im Detail eingehen werde. Wir verwenden gängige Webtechnologien und S3-kompatible Storage-Systeme. Also Amazon S3 ist so der de facto Gorilla im Storage-Bereich für Object Stores. Wir haben etwas Eigenes und die Applikation, die da entwickelt wurde für uns, die redet mit S3 im Normalfall. Jetzt redet sie halt mit unseren eigenen Cloud-Lösungen. Ein anderes Projekt, an dem ich jetzt die letzten paar Monate beteiligt war, stark, das ist Switch Drive. Auch das lehnt sich vom Namen her an eine Reihe von kommerziellen Produkten an. Es geht um einen Sync-and-Share-Dienst. Der basiert auf der Open-Source-Software OwnCloud und steht allen Bildungsinstitutionen offen. Also wir können Daten synchronisieren, sharen, wie man das mit Dropbox etwa machen kann. Das steht allen tertiären Bildungseinrichtungen in der Schweiz offen. Wir sind jetzt daran, einen produktiven Beta-Betrieb zu machen, in dem sich Institutionen dafür anmelden können und die ersten Benutzer darauf loslassen. Ab 2015 wird das ein kostenpflichtiger Dienst für die Institutionen, die da mitmachen möchten. Im Moment haben wir um die 500 Benutzer, die knapp 1 Million Dateien in 400 GB da haben. Auch dieser Dienst ist komplett virtualisiert in unserer Cloud-Infrastruktur am Laufen. Und ein kleiner Hinweis für die, die das nachbauen möchten, die eine solche Infrastruktur nachbauen möchten. Wir haben unsere Installationsskripte und die Dokumentation und so weiter open gesourced. Das können Sie sich da runterladen und erweitern und selber einen Dienst aufbauen, wenn Sie das möchten. Gut, aus diesem Grunde, für die Lateiner unter uns, sehen wir uns in der Lage, selber Cloud-Dienstleistungen anzubieten. Ich habe die Übersetzungen auch mit einem Cloud-Dienst gemacht, darum sind sie etwas seltsam geworden. Aber wir haben aufgrund der Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben im Anbieten von diesen Dienstleistungen, die ja im Bereich eher Software as a Service sind, haben wir eine Reihe von Infrastruktur aufgebaut und wir möchten die jetzt auch als Dienstleistungen anbieten. Und zwar in der Switch Cloud mit Swissness Faktor. Wir haben heute früh schon darüber gehört, dass nicht alle Daten im Ausland liegen sollten, aus verschiedensten Gründen. Und wir bieten auch darum Things as a Service an, wie andere auch. Was für Things bieten wir da an? Wir werden Infrastruktur anbieten, das ist das klassische Virtual Machines Geschäft. Wir haben aber auch einen sehr großen Fokus auf Storage. Wir haben einiges an Zeit und Energie in Storage-Systeme investiert. Wir hören die Bedürfnisse unserer Kunden. Unsere Kunden sind die Universitäten oder die Forscher an diesen Universitäten. Wir haben das Bedürfnis, große Datenmengen abzulegen und auf diese zuzugreifen oder mit diesen weiterzuarbeiten. Und wir werden schließlich noch ein weiteres Things as a Service anbieten. Das ist, läuft unter dem Arbeitstitel Academic App Store. Das ist für später geplant. Hier geht es darum, dass viele Softwareprodukte lizenziert werden müssen im universitären Umfeld. Wir haben eine Initiative im Bereich Procurement, in dem wir gemeinsame Lizenzverträge für die Universitäten abschließen. Was liegt näher daran als fixfertige Installationen von MATLAB oder R oder was auch an, weiter anzubieten für ein Seminar. Ich brauche schnell 50 Arbeitsplätze mit MATLAB, voilà, kauft das bei Switch. Wieso soll man jetzt Switch Cloud irgendwas nehmen? Switch Drive, Switch Cloud, Switch Storage, wie das auch immer heißt. Natürlich haben wir den Datenhaltung in der Schweiz Joker, den wir ziehen können. Den zweiten Joker, den wir haben, ist dieses extrem gute Netzwerkanbindung innerhalb der Universitäten. Wir können unsere Cloud mit durchschnittlich 10 Gigabit pro Sekunde an die Universitäten bringen, beziehungsweise sie können die Dienstleistungen mit uns, von uns beziehen. Wir sind über die Jahre hinweg ein zuverlässiger Partner, der
der Hochschulen, die kommen gerne zu uns, um Fragen nach Dienstleistungen. Also viele von diesen Sachen sind auch auf Anregung der Hochschulen gemacht worden. Und wie ich vorher erwähnt habe, wir können Synergieeffekte nutzen, das ist auch immer gut, Synergien, wie Sie alle wissen, in zum Beispiel Procurement oder Synergien mit Netzwerk und so weiter. Es gibt eine Reihe anderer Projekte, die auch in dieses Thema hineinspielen. Ein Projekt, das am Laufen ist, das jetzt angefangen hat, ist die Swiss EduID. Das ist der durchgängige Benutzer vom Studenten über den Doktoranden zum Doktor, zum Forscher, der auch an Hochschulen wechselt. Da gibt es Bestrebungen darum, dass der eine einzige ID, dieses eben Swiss EduID, hat. Da bieten wir, sind wir dran, eine Infrastruktur aufzubauen für das und die ganze Technologie darum herum. Ein anderes Thema ist, dass Governance durch und mit den Hochschulen ist. Switch ist eine Stiftung, die den Hochschulen gehört zum Großteil. Also unsere Kunden sind auch unsere Eigentümer. Das hat Vor- und Nachteile, aber das ist sicher etwas, was für die Universitäten interessant ist, dass sie sehr eng mitbestimmen können, was wir eigentlich für sie anbieten. Also wir können nicht alles machen, leider, was man so könnte. Wir haben eine Testinstallation am Laufen seit etwa einem Jahr, eine Cloud. Und ich habe da mal ein paar von den Use Cases herausgesucht, die da schon laufen. Das geht von Altphilologie, Textanalysen aus dem Griechischen. Wie haben sich Texte aus dem Griechischen über die Jahrhunderte weiterentwickelt? Das geht zu Erdbebensimulationen. OpenEdX ist am Laufen. Das sind diese MOOC-Teile, Massive Open Online Courses. Wir sind in Projekten aktiv. Swiss Academic Compute Cloud war ein Projekt, das letztes Jahr lief. Und andere Forschungsprojekte. Also es ist ein Bedarf da. Forscher kommen zu uns, sagen, wir möchten, geht das nicht etwas schneller, das Ganze mit dem Liefern. Wir machen, was wir können. Jetzt, das ist ja, soweit ist das die normale Ansicht von Cloud. Aber jeder, der Cloud gemacht hat, weiß, dass es noch eine dunkle Seite gibt von dem Ganzen. Irgendwo geht es nämlich nicht auf, dass man einfach Server dynamisch provisionieren kann, so viel man möchte. Irgendwo müssen die Kisten ja auch rumstehen. Und die Cloud-Betreiber sind die das Problem haben, dass sie da rackweise Server stehen haben müssen, die möglichst günstig, möglichst effizient betrieben werden müssen. Und das ist, was wir jetzt in diesem Infrastrukturprojekt jetzt am Andenken oder am Durchführen sind. Das sieht so aus, dass wir vor einem gut anderthalb Jahren angefangen haben, in einem ersten Projekt eine Testcloud aufzubauen, zu sehen, ob wir das machen möchten, ob das ein Thema ist, das Switch längerfristig auch interessiert. Das ist durchaus positiv ausgefallen. Wir haben das als großes Projekt gestartet, Ende 2013. Und jetzt dieses Jahr geht das ins Projekt Scale auf Swiss Cloud for Academic and Learning Experts. Das ist ein Projekt, das von der KÜS, der Swiss University Conference, gefördert ist. Das ist durchaus auch im nationalen, die nationalen Interessen haben gesehen, dass Switch ein valabler Partner ist für ein solches Projekt. Und das wird jetzt von der Seite her auch gefördert. Wir sind jetzt gerade dran, unsere Scale Mark I, Version 1, aufzubauen. Das ist für Cloud-Verhältnisse eine kleine Sache. Das besteht im Moment aus 32 Compute-Nodes, 32 Storage-Nodes. Die selber Clouds aufbauen, lächeln jetzt leise und sagen, ja, das ist jetzt noch nicht so toll. Wir müssen ja irgendwo anfangen. Wir kommen mit dem auf um die 770 Cores, 1,5 Petabyte Raw Storage. Das Ganze ist natürlich skalierbar aufgebaut, dass wir rackweise dann das Ganze auch erweitern können. Die Standorte wir sind natürlich geografisch verteilt, an der Zürcher Hochschule der Künste, die jetzt gerade das Toni-Areal bezieht, ganz neuer Bau, und an der Uni Lausanne stehen unsere Server. Hardwaremäßig haben wir uns entschieden, das billigste
zu nehmen, was der Markt hergibt, also diese COTS-Hardware, phonetische Übereinstimmungs- und zufällig rein. Wir haben uns andere Sachen angeschaut, wir haben kommerzielle Anbieter angeschaut, Dell, HP, Cisco und so weiter und so fort. Viel zu teuer. Wir haben uns auch die Open Compute Hardware angeschaut, die von Facebook propagiert wird. Da gibt es geile Sachen, die sind aber zu teuer, zu leistungsdicht für viele Rechenzentren und schlicht nicht lieferbar. Also in der Lieferzeit von 3 Monaten bis 6 Monaten, das geht natürlich im Cloud-Umfeld überhaupt nicht. Drum ganz normale Hardware, das sind normale Intel-Server von China irgendwoher zusammengeschraubt worden, mit so Standard wie möglich, so billig wie möglich. Das Ganze betreiben wir natürlich auch mit Software. Wir sind ein großer Freund von Open Source Software. Das heißt, wir haben den Software Stack da, den Sie hier sehen, Ubuntu, OpenStack, Ceph, Bla, Fasel und so weiter, Puppet als Konfigurationsmanagement. Wir versuchen auf kommerzielle Software zu verzichten. Für die Cloud-Lösung setzen wir OpenStack ein, wie das auch andere machen. Wir werden jetzt den aktuellen Icehouse-Release einsetzen, der gerade vor, ich glaube, 3 Wochen released worden ist. Wir werden da ein Konzept zu entwickeln für redundante, geografisch verteilte, eine geografisch verteilte, redundante, hochverfügbare etc. Cloud. OpenStack, Sie wissen das wahrscheinlich alle, ist im Moment der Gorilla unter den öffentlichen Clouds. Es gibt ein ungeheures Momentum dahinter. Sind nicht nur die Open-Source-Welt, sondern auch vor allem die kommerziellen Anbieter sind daran wie wild, an dem zu entwickeln. Und das scheint die dominante Open-Source-Cloud-Lösung zu sein, für absehbare Zeit auf jeden Fall. Das hat alles Vor- und Nachteile. Einer der Nachteile, das ist, dass alle 6 Monate ein neuer Release kommt. Wenn man dem zeitnah nachfolgen will, dann hat man gut zu tun. Also auch im Bereich Job Security ist da für einen gesorgt. Storage ist auch ein Thema. Ein paar Terabyte tun es heute leider nicht mehr. Man muss schon ein paar Petabyte anbieten. Das Ganze soll auch natürlich skalierbar sein und hochverfügbar und redundant und nicht nur Objekte, sondern auch Volumes und gern auch ein Filesystem zur Verfügung stellen. Und günstig, natürlich, günstig muss es auch sein. Also kommerzielle Lösungen fallen da auch schon wieder aus dem Raster. Wir haben uns entschieden, Ceph zu nehmen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein Begriff ist. Ceph ist auch eine Open Source Software. Das ist ein verteiltes, redundantes Storage-System, das von der Firma Inktank gemacht wird. Und die Designziele von Ceph sind: Es muss skalieren können. Ich muss einfach mehr Server, mehr Storage Nodes, mehr Disks reindrücken können. Das System soll das bitte selber merken, soll sich selber organisieren um das. Es darf keinen Single Point of Failure geben. Es darf keine Appliances geben. Das muss auf Billig-Hardware laufen mit Billig-Disks. Und das muss sich bitte selber managen. Und das tut es. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, auch andere von unseren Kollegen machen da sehr gute Erfahrungen. Das CERN hat eine riesengroße Ceph-Installation, in der sie Zehntausende von Disks verwalten. Das sieht einfach aus wie ein großes verteiltes Storage-System. Hat sich sehr bewährt und wir sind zuversichtlich, dass wir auch da gute Storage-Lösungen anbieten können für unsere Kunden. Keine Präsentation kommt ohne eine Folie aus mit Kästchen. Das ist die hier. Ceph bietet verschiedene logische Abstraktionen an. Einerseits Objekte, das ist ein Object Store, wie man ihn von Swift aus der OpenStack-Welt oder Amazon S3 kennt. Es bietet virtuelle Disks an, also ich kann eine Disk mounten und die behandeln wie eine physische Disk. Ob das von einer virtuellen Maschine oder von einer physischen Maschine aus passiert, ist völlig egal. Und was in Entwicklung ist, was man experimentell zumindest gebrauchen kann, ist ein Filesystem, ein POSIX-compliant Filesystem, auf das man von mehreren Maschinen heraus zugreifen kann. Also was die etwas wie ClusterFS oder GPFS aus der kommerziellen Schiene. Und unter diesen verschiedenen Sichten auf dieses Storage-System liegt dieser Ceph Object Storage, das ist diese große verteilte
Storage-Lösung. Jetzt, so ein Projekt ist ja nicht gerade klein. Also es gibt ein paar Sachen, es gibt auch einen Haufen Sachen an Anforderungen. Erschwerend kommt hinzu, dass wir die Anforderungen nicht immer kennen von Anfang an, weil Universitäten kommen und sagen, wir hätten gern, wir würden gern und das wäre auch noch schön, aber sie kommen ja nicht alle voraus und sagen, das wollen wir, sondern das entsteht im Laufe des Projektes oder über die Jahre hinweg. Und das bietet sich da an, einen Prozess zu nutzen für das Projektmanagement, der dem auch Rechnung trägt. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen agile Prozesse kennen, Scrum kennen. Wir haben uns entschieden, Scrum einzusetzen. Das ist ein Prozess aus der agilen Softwareentwicklung, der sich wunderbar dafür eignet, mit sich ändernden Anforderungen umzugehen. Und wer von Ihnen Softwareentwicklung schon mal gemacht hat, weiß, dass das ständig der Fall ist. Das Projekt ist auch nicht ein großes Projekt, sondern man teilt das Ganze in kleine Sprints auf, in Iterationen, die 3-4 Wochen lang dauern. Und das Ziel von diesen Iterationen ist es, dass man am Ende einer solchen Iteration etwas Produktionsreifes, Lauffähiges hat. Und wir haben mit dem frisch angefangen. Wir werden schauen, wie sich das bewährt. Ich glaube persönlich nicht, dass ich ein wasserfallähnliches Projektplanungsmodell, wie das einigen von unseren Projektleitern vorschwebte, eignet. Nach einigen intensiven Diskussionen sind wir jetzt bei Scrum angelangt. Wir haben ein Backlog, ein sogenanntes Backlog von Anforderungen aufgenommen. Man soll eine VM starten können, vielleicht als ganz einfache Geschichte. Man will Firewall-Funktionalität. Sie müssen das nicht alles anschauen. Das sind einfach so die Sachen, die wir jetzt so als Anforderungen sehen an unsere Cloud. Und die Liste geht natürlich noch weiter nach unten. Wenn man das realisieren möchte, ist man 1-2 Jahre locker damit beschäftigt und unsere Kunden haben keine Cloud. Geht nicht. Also haben wir das aufgebrochen, denn die Frage ist, wie isst man einen Elefanten? Bissen für Bissen. Oder? Man fängt klein an und überprüft, wie das vorangeht. Das ist der aktuelle Projekt Burndown aus unserem ersten Sprint. Wir sind also wirklich ganz frisch jetzt in das Thema eingestiegen. Erster Sprint, Ziele war, wir können skalieren, wir können neue Rechner reindrücken in unsere Racks und die werden automatisch konfiguriert und provisioniert. Und zweitens ist, wir möchten auch gern gerade eine OpenStack-Installation am Laufen haben. Das Ganze in 3 Wochen, inklusive Pfingsten und Vorträge und sonstige Sachen. Das Blaue sind die verfügbaren Arbeitsstunden, theoretisch. Das Rote ist der Aufwand, den wir geschätzt haben, was man hat. Sehen wir auch, dass wir sehr schlecht schätzen. Wir dachten, wir können mit 160 Stunden durch. Das werden wir im nächsten Sprint etwas überarbeiten. Und wir sehen auch, dass wir nicht fertig werden damit. Das sah man schon relativ früh. Also wir werden eine von diesen 2 Stories erledigen können bis diesen Freitag, wenn der Sprint zu Ende ist. Den nächsten werden wir halt dann im nächsten Mal machen. Aber wir haben diese Skalierbarkeit erledigt und dann kommt halt die Pilotbenutzer kommen halt 3 Wochen später auf unsere Cloud. Die Timeline für das Ganze, jetzt damit das Management braucht ja immer Milestones und solche Sachen, das sind unsere Milestones. Im ersten Quartal haben wir Switch Drive produktiv gesetzt als Opt-in. Also wenn Sie an einer Universität arbeiten und einen Sync-and-Share-Dienst möchten, dann setzen Sie sich mit Ihrem Informatikdienst zusammen und beantragen, dass Sie bei uns Kunde werden. Im Quartal 2, das dauert noch einen Moment, werden wir Infrastructure as a Service anbieten. Im dritten Quartal kommen wir mit Storage as a Service und zwar in halt, wie Sie vorher gesehen haben, in kleinen Ausbaustufen, aber so, dass man es schon brauchen kann. Wir iterieren dann fortlaufend. Und so wie es aussieht, im ersten Quartal 15 werden wir auch die ersten Ansätze von diesem Academic App Store haben. Jetzt habe ich überzogen. Ich weiß nicht, ob Sie mich noch etwas fragen dürfen oder nicht, aber sonst stehe ich Ihnen per Mail oder Twitter oder sonstigen Medien gerne zur Verfügung. Wir haben Zeit für Fragen. Doch, das ist schon gut.
Jetzt? Okay. Frage nach Ihrem, nach der OpenStack, nach dem OpenStack Deployment. Was ist Ihr bevorzugtes Betriebssystem, Ubuntu. OpenStack darauf zu setzen? Und Ubuntu. Warum? Wobei es da auch andere Stimmen gibt bei uns in der Firma. Aber wir sind ursprünglicher Debian-Shop. Ubuntu bietet sich an, weil das von Canonical sehr gut unterstützt ist. Ja. Ich habe noch eine Frage zum Betrieb. Wie integrieren Sie DevOps und SysOps in Ihrem Bereich? Ich bin ein großer Fan von DevOps. Dieses agile Projektmanagement bietet sich auch an, dass wir solche Ansätze fahren. Wir versuchen alles zu automatisieren, was es gibt. Ich habe auch das Ziel, dass wir mehrfach täglich im Prinzip neue Cloud-Versionen deployen können. Ich weiß nicht, ob da alle meine Kollegen schon sich mit dem Gedanken wirklich angefreundet haben. Aber das wäre so mein Ziel, dass wir in diese Richtung kommen können, dass wir ohne größere Aufwände unsere Cloud pflegen und deployen können. Also ich möchte auf keinen Fall solche Mega-Releases bauen und warten. Da noch eine Frage? Ja. Was ich immer vermisst habe in der Studium, den Weiterbildungen, es wird besonders bei den Weiterbildungen, es ist ganz schlimm, wenn die Leute noch arbeiten und am Abend noch in der Weiterbildung sind, dann wird denen zugemutet, dass sie ihren Laptop zumüllen müssen mit weiß Gott wie viel Software. Ob es so etwas gibt, dass man den Leuten diese Software also als Cloud-Lösung kann anbieten, zum Beispiel, dass man eine Oracle-Installation hat, MATLAB und so weiter, dass man wirklich schön trennen kann, das ist mein Bereich Hochschule und das ist mein Bereich Privat. Gibt es solche Ideen, die vielleicht einmal verwirklicht werden bei Switch? Das müssen Sie schlussendlich die Universitäten fragen, die das anbieten. Wir möchten die Infrastruktur für das bieten. Das Thema Academic App Store zielt genau in diese Richtung, dass wir die MATLAB-Umgebung haben. Ob die dann für einen Studenten oder für einen Poststudenten verfügbar ist auf immer und ewig, das ist eine Frage, der es bezahlt schlussendlich, der diese VMs zahlt. Aber unsere Idee ist auf jeden Fall, die Infrastruktur zu ermöglichen, dass das möglich ist. Ist das keine Installation? Das wäre dann keine Installation, sondern Sie haben eine virtuelle Maschine, auf der läuft das Programm, das Sie brauchen, und Sie können es nutzen. Das ist das Ziel auf jeden Fall. Ja. Weitere Fragen? Wir haben noch Zeit für eine Frage. Es muss ja noch eine Frage. Ah, wunderbar. Ja, bestimmt. Moment. Sie brauchen ein Mikrofon? Es ist besser hier mit Mikrofon. Dann ist das auch für die Nachwelt auf. Ja, genau. Also ich bin aus von der Berner Fachhochschule. Und wir sind jetzt am Plan von einem Projekt, sagen wir, Bearbeitung von Signalen von Medical Devices, Analyse, Registry dabei und so weiter. Wären Sie das für uns ein möglicher Partner? Auf jeden Fall. Also etwas, was ich nicht gesagt habe, ist, wieso macht Switch so etwas? Die Hochschulen können das doch auch selber machen. Und tatsächlich gibt es einige Hochschulen, ich weiß nicht, ob noch Kollegen von der ZHAW hier sind, die sehr aktiv sind, ETH und die Uni Zürich, die bauen eigene Cloud-Infrastrukturen auf. Aber ich glaube, viele von den kleineren Hochschulen und Fachhochschulen, die haben diese Kapazitäten nicht, um selber so etwas auf die Beine zu stellen und den Betrieb zu ermöglichen. Und genau für diese Art von Hochschulen möchten wir der Partner sein. Also kommen Sie zu uns, reden Sie mit uns und wir finden da eine Lösung. Weil eigentlich bis jetzt das Problem war, dass die Datenbanken, die vorher groß wären, heute sind sie nicht so groß und sie passen auf einen Laptop. Aber vielleicht kommen wir auch doch zu einem Punkt, wo wir größere Datenmengen haben und möchten das auch ebenso auch probeweise machen. So, aber dann ist das, sagen wir, kommerziell. Das heißt, muss man für die Dienstleistungen bezahlen und so weiter. Leider muss irgendwann irgendjemand ins Portemonnaie greifen. Ja, ja, ja. Das ist so.
Aber okay, aber man hat diese Flexibilität, dass man nicht auf einmal ja. Infrastruktur bauen muss. Genau, und Sie haben weiter den Vorteil, dass Sie nicht in Amerika oder sonst wo Ihre Daten hin tun müssen. Bei den Patientendaten. Voilà. Genau. Ja. Das ist natürlich in der Schweiz, in Schweizer Datenzentren mit Schweizer rechtlich, mit all dem, was dazugehört ist, das gemacht.